Auf der anderen Seite des Gotthards wartet in Flüelen das Schiff. Oh, ist das ein schönes Schiff. Super. Die Gruppe hat Glück. Auf dem Kurs von Flüelen quer über den Urner See nach Bauen fährt an diesem Tag der älteste Raddampfer der Schweiz. Seit 1901 ist das Dampfschiff Uri auf dem Vierwaldstätter See unterwegs. Im Wanderland Routenführer studieren Marcel und Bruno den Streckenverlauf. Da sind wir ja gestartet, jetzt gehen wir da rüber. Da hinten rauf, ja, auf Bauen, oder? Und dann gehen wir dann rauf. Gut, zur nächsten Halt. Aber next stop, Nordkapkosche nachher. Bauen, Station Bauen. Jetzt geht's los. Was im Tessin noch abwärts ging, muss in Bauen im Aufwärtsgang gemeistert werden. 900 Steinstufen sind es nördlich vom Gotthard. Der Trans-Swiss Trail verschmilzt auf diesem Abschnitt übrigens mit dem Weg der Schweiz. Das ist immer so schön. Schön ist natürlich auch, endlich am Ziel zu sein. Hoch über dem See wartet das Bett. Die Gruppe hat sich für Schlafen im Stroh entschieden. Da hinten sind wir. Ah, ja. Schau mal, wie schön. Bring den Schlafsack, Schatz. Können wir gerade ins Stroh pumpen. Aha, schau, da tun wir das beziehen, hä? Damit das Stroh nicht piekst, wird eine Decke unter den Schlafsack gelegt. Morgen erwachen auf dem Bauernhof von Lucia und Ossi Ziegler. Seit mehreren Jahren bieten die beiden Schlafplätze im Stroh an. Die Gastgeber verabschieden die Gruppe, die zum Endziel Selisberg aufbricht. Knapp eine Stunde müssen die Wanderer bis nach Selisberg einrechnen. Heute ist ein gemütliches Tempo angesagt. Also, gehen wir weiter, ne? Da das Wetter nicht optimal ist, entschließt sich die Gruppe zum Besuch der Schaukäserei in Selisberg. Jetzt sind wir hier bei unserem Käsekauer. Habt ihr gemerkt, es schmeckt da drin? Das ist das Ammoniak. Mhm. Das ist das Gas, das es gibt beim Käsereifen. Es gibt auch noch andere Gas, CO2, das macht Löcher. Aber das Ammoniak, das geht raus. Und ein Spezialkäse, den habe ich im Frühling gemacht. Der heisst Bergrausch, sehen wir. Ist der hier auf der Seite angeschrieben. Das ist gut. Willst du reinschieben? Ja, gerne. Siehst du? 4,5 Kilo. Ich bin schwer. 2500 Käse reifen im Keller von Hans Aschwanden. Vom Original-Bergkäse bis zum Selisberger Rahmkäse. Für die Produktion wird nur Rohmilch verwendet. Mehr Geschmack ist das Resultat. So, soll ich auch noch ein Stückchen nehmen? Nehmen wir noch ein Stückchen. Der Müller sein, der niemals viel das Wandern.